Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter im Ersten. Wir schauen zuallererst nach Spanien. In der Nähe von Valencia gibt es seit Tagen ein großes Musikfestival, das Medusa-Festival. Und dort gab es in der letzten Nacht eine Katastrophe. Uns haben wir zum Beispiel dieses Video erreicht. Heiße, wüstenähnliche Stürme haben dort nicht nur die Zelte zerfetzt, sondern Teile der Bühne zum Einsturz gebracht. Die Nachrichtenlage spricht von mindestens einer getöteten Person und 30 bis 40 verletzten Personen. Das Interessante ist, dass alle Augenzeugen sagen, dass es sehr heiß war und ein sehr heißer, trockener Sturm. Wir haben uns mal die Temperaturen angeschaut. Von Alicante, das liegt ja noch ein bisschen weiter südlich, aber hatte die ähnliche Wettersituation. Auch dort gab es Sturmböen. Gestern tagsüber Temperaturen 30 bis 32 Grad. Am Abend ging die Temperatur nach unten. Und dann in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr schoss die Temperatur nach oben bis auf 40 Grad. Was war da los? Die Satellitenbilder haben die Erklärung gebracht. Hier hat sich eine Gewitterwolke gebildet um Mitternacht herum. Und dort fiel zwar der Regen herunter, der verdunstete zum Großteil. Nur wenige Tropfen kamen unten an. Und was blieb, sind diese Sturmböen, die man von Gewittern kennt. Und weil dieses Gewitter hier in einem Hochplateau entstanden war, gab es gleichzeitig einen Föhneffekt und deshalb diese Erwärmung der Luft. Und deshalb entstand dort dieser trockene, aber durchaus heiße und sehr, sehr stürmische Wind, der zu dieser Zerstörung führte. Wir springen zu unserem Wetter nach Deutschland. Da kommt auch bei uns langsam, aber deutlich entspannter Bewegung in die Atmosphäre. Im Osten Deutschlands gab es heute mal dickere Wolken und sogar einige wenige Regenschauer. Für die nächsten Tage übernimmt aber der Südwestwind die Oberhand beim Wetter. Wir sehen hier vor allem zum Montag dann erste Schauer und Gewitter. Es wird wechselhafter, aber die Hitze gibt sich nicht so schnell geschlagen, vor allem für den Nordosten Deutschlands. Da kann es bis Donnerstag oder Freitag sehr heiß weitergehen. Wir schauen auf die Nacht. In dieser Nacht ist es meistens trocken, jetzt in den Abendstunden noch letzte Regentropfen. Und dann reißen die Wolken immer weiter auf und es ist oftmals leicht bewölkt oder klar. Die Temperaturen, wir sehen hier die Anfeuchtung im Norden. Hier bleibt es relativ warm, 16 bis 19 Grad. Im Süden etwas kühler, 8 bis 15 Grad. Morgen Vormittag starten wir noch einmal mit viel Sonnenschein, aber auch schon immer wieder auch mit ersten Quellwolken. Und am Nachmittag erwarten wir dann am ehesten auf dieser Schiene von Ostfriesland bis hinunter zum Vogtland. Auf dieser Diagonalen ein paar Regenschauer oder Gewitter, aber wirklich nur lokal. Drumherum bleibt es trocken. Es bleibt auch eben sehr trocken, deshalb Waldbrandgefahr. Und es wird erneut sehr heiß. Oftmals Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Im Rhein-Neckar-Raum sogar möglicherweise bis zu 35 Grad. Der Wind weht im Norden aus östlichen Richtungen, im Südwesten schon aus südwestlichen Richtungen. Und der deutet den Wetterumschwung an. Am Montag haben wir es dann häufiger mit Schauern und Gewittern zu tun, aber nicht die großen flächendeckenden Regenmengen. Die Temperaturen 27 bis 30 im Nordosten, weiterhin 31, 32 Grad. Der Dienstag wieder deutschlandweit trockenes Wetter und wieder erneut heißer, 30 bis 34 Grad. Es geht auf und ab. Am Mittwoch kommt der nächste Schwungregen aus Südwesten. Ihnen noch einen schönen Abend.